Früher war alles größer. Tomaten, Melonen, Kuckerutz und Hybridautos sowieso. Man hat ihnen schon von Weitem angesehen, dass die Evolution noch einiges mit ihnen vorhat. Heute gibt es Gemüse nicht nur in Gemüseform, sondern wie immer man es will. Und genauso dienstbeflissen integrieren sich Hybridautos inzwischen nahtlos in unseren Alltag. Würde auf diesem Toyota Yaris nicht Hybrid draufstehen, man würde es kaum bemerken. Auf nicht einmal 4 Metern bringt der Yaris volle Alltagsqualitäten mit. Umklappbare Rücksitze und nennenswerten Kofferraum inklusive. Das ist deshalb bemerkenswert, weil man ja auch die Akkus für den Elektroantrieb unterbringen musste. Gemeinsam mit dem 75 PS Benzinmotor pusht der die Systemleistung auf 101 PS. Der Yaris Hybrid wiegt 1100 Kilo. Das ist schon eine Menge Gemüse. In Verbindung mit dem stufenlosen Automatikgetriebe reicht das, um zumindest in der Stadt locker und leise mit dem Strom zu schwimmen. Die günstigsten Hybrid-Yaris beginnen jenseits der 17.000 Euro. Gönnt man sich ein wenig Komfort mit Navi, Metallic-Lacke und Eleganz-Paket, werden gleich einmal 22.000 Euro daraus. Wozu also die Übung? Der Verbrauch des Toyota Yaris Hybrid rechtfertigt vieles. Die Werksangaben von 3,3 Liter auf 100 Kilometer konnten wir im Test beinahe erreichen. 3,6 Liter waren unser Bestwert. 1000 Kilometer Reichweite, das heißt vor allem in der Stadt, irgendwie tankt man den Yaris nie.